So, hallo und herzlich willkommen bei mir, bei Orgi auf dem Kanal. Ich habe gerade eben mit dem lieben Kuluwu, ja, der gerade hinter mir fährt. Du hast Wasser verloren, guck mal. Spaß, Bruder, war vom Auto. War vom Auto. Ich fahre jetzt Richtung Kreuzberg und schaue mir das Ganze an, was gestern so passiert ist. Wegen der Demo, dass die Autos zerstört wurden. Vielleicht, ja, ich bin einfach mal gespannt, was da so passiert. Was sagt ihr zu seinem Chrom? Also ich finde, live sieht er besser aus als auf den Fotos. Aber seine Karre ist schon gut auffällig geworden, ich sag mal so. Er fällt natürlich mehr auf, weil er mehr Sound hat, so. So, Bruder, ich mache mich dann vom Acker. Hau rein, mein Bester. Ich fahre jetzt hier nach rechts in den Tiergartentunnel. Jo. Einige haben bestimmt schon mitbekommen, irgendwie aus den Nachrichten oder aus Instagram-Stories wurde ja heftig viel gepostet, dass die Köpenicker Landstraße, da gab es halt einen Campingplatz, was geräumt werden musste. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, warum auch immer. Vielleicht hat da ein Investor das Grundstück gekauft und will den Platz jetzt räumen und sich ein Haus darauf bauen. Keine Ahnung, Bruder. So gut habe ich mich jetzt nicht informiert, aber da ging es auf jeden Fall gestern ab. Also ich habe in den Stories gesehen, abgefackelte Autos, kaputte Autos, kaputte Läden und was weiß ich gestern. Also gestern war schon echt heftig, was in Kreuzberg abgegangen ist. Nachrichtenreporter Oggi fährt jetzt dahin und checkt die Lage für euch ab. Hier hat sich das, glaube ich, Oh. Ja genau, hier haben die das geräumt gestern, hier rechts. Oh. Oh, die räumen das ja schon. Okay. Okay, also hier sind auch nochmal Polizeiautos. Aber ich sehe jetzt nichts Auffälliges, was hier passiert sein könnte. Na, wer kann sich an die Stelle erinnern? Alle Knattercrew, die unser Video geguckt haben, der Blumenladen, wo ich die Blume gekauft habe, das ist er hier. Ey, jetzt mal Real Talk. Diese Straße hier, wenn du abends hier lang fährst, meistens im Sommer, das ist einfach eine Straße zum Posen. Ja, könnt ihr euch vorstellen, ihr habt ja in eurer Stadt wahrscheinlich auch eine Straße, wo man posen kann. Aber hier wird wirklich einfach geflirtet von Fenster zu Fenster. Hier ist immer Stau und Leute fahren hier 5-6 Mal hin und her. Also ich habe da so schon Geschichten gehört von einigen, was hier so abgeht. Ich müsste vielleicht mal einen Abend hier hinfahren und euch das mal einfach zeigen, was hier so abgeht in Berlin. Beziehungsweise hier auf dieser Straße abgeht, ne? Fuck! Bruder, den haben sie ja demoliert. Oh. Oh. Oh, Bruder, das ist aber gemein. Das ist aber gemein. Ey, das kann ich mir nicht ansehen. Nee, Mann. Oh, das kann ich mir nicht ansehen, Bruder. Wenn das jemand bei mir machen würde, ich heb die Karre wieder auf. Das kann ich mir nicht... Das kann ich mir nicht ansehen, dass die Karre da auf dem Boden steht. Bruder. Also wer die Scheiße umgekippt hat. Okay, wer die Scheiße umgekippt hat. Wirklich, der gehört... Das macht man doch nicht, Jungs. Also was heißt Jungs und Mädels? Sowas macht man doch einfach nicht. Guck dir die Karre an, Mann. Bruder. Das arme Ding liegt da auf dem Boden. Hat der einen Seitenständer? Hat der... Kriege ich das Teil hoch? Oh, Digga, ich glaube, ich krieg das Ding gar nicht hoch. Oh, ich krieg den niemals hoch. Bro. Ja. Oh, Bruder, ist das Ding schwer.
Jo, jo, wahrscheinlich. Hat er einen Seitenständer? Hat er... So. So, auch gut für die Umwelt. Oh, Digga, fast gestorben, als ich das Ding hochgehoben habe. Ich sag euch ehrlich. Alles kommt zurück im Leben. Deswegen auch so Kleinigkeiten, weil es tut meinem Herzen weh. Auch wenn es jetzt so ein Schrottbike war, okay, aber es war trotzdem ein Motorrad. Der Besitzer wird sich bestimmt wundern, warum die Karre auf einmal nicht mehr anspringt. Ja, eigentlich war ja der Plan, dass ich da durch Kreuzberg fahre und schau mal, was so passiert ist, weil ich habe ja in den Nachrichten gehört, dass da kaputte Autos, brennende Autos gewesen sind, aber habe jetzt irgendwie nichts davon so wirklich mitbekommen. Deshalb wird das Video wahrscheinlich eher uninteressant für euch sein. Aber wenn euch das trotzdem gefallen hat, dann würde ich mich trotzdem über so einen Trostdaumen nach oben freuen, liebe Leute.